In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr einsame Stellplätze fernab von Stellplatz-Apps wie Park4Night findet, wie ich meine besten Plätze gefunden habe und wie man es vielleicht in Zukunft hinbekommen könnte, dass man mehr einsame Plätze hat, nicht so viele überfüllte und nicht so viele Verbote. Bei der Suche nach einsamen Stellplätzen gibt es immer drei Probleme. Problem 1, entweder Plätze werden mittlerweile geschlossen wegen Überfüllung. Naja, der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Da sind wir dann alle irgendwie Teil von, wenn wir immer an Orte fahren, die besonders schön beliebt und voll sind. Das zweite Problem ist, die Leute halten sich nicht an die Regeln, dass man entweder irgendwo steht, wo man überhaupt nicht stehen darf. Entweder aufgrund der Wagenkategorie oder weil man den Weg nicht befahren darf oder weil man im Naturschutzgebiet steht und so weiter. Und das dritte Problem ist, dass man nicht informiert ist, was zum Beispiel die Entsorgung von Müll, von dem Verhalten, von dem richtigen Verhalten auf Parkplätzen und so weiter betrifft, was Abwasser betrifft. Dazu gehören auch solche Sachen wie das Klopapier einfach irgendwo liegen zu lassen, in den Busch zu kacken und sein Häufchen da liegen zu lassen, anstatt es ordentlich zu verbuddeln oder eine eigene Toilette an Bord zu haben. Leute, die ihr Spülwasser in die Büsche kippen. Ich glaube, das ist in vielen Fällen nicht Absicht, sondern Uninformiertheit. Aber das ist halt eines der Probleme, die mit dazu beitragen, dass es nicht mehr so viele einsame Stellplätze gibt oder es auf schönen Stellplätzen auch Probleme gibt. Wenn ihr gerne ein Video dazu hättet, in dem ich mal alles aufzähle, welche Wege darf man befahren, wo darf man parken, wie lange darf man irgendwo stehen, wie läuft das mit der Entsorgung, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid und mache darüber vielleicht einfach als nächstes ein Video. So, jetzt erzähle ich euch aber, wie ich bisher so meine Stellplätze gefunden habe. Und zwar als allererstes benutze ich einfach Google. Ich gucke nach Orten, wo Sackgassen sind, Wendehammer sind, irgendwelche nicht so dicht besiedelten Gebiete. Dann switche ich rüber zu Google Earth, gucke mir das im Satellitenview an und schaue mir an, wie sind so die Gegebenheiten da. Kann man da irgendwo stehen oder ist das vielleicht irgendwie eine Gegend, wo es nicht so okay ist? Meistens wird einem dann schon angezeigt, ob das da in der Gegend ein Naturschutzgebiet ist, Landschaftsschutzgebiet oder so. Dann weiß ich irgendwie, okay, vielleicht eher irgendwie meiden oder da genau auf Schilder achten. Und ansonsten kann man sich dann mal so ein paar Orte raussuchen, die man sich mal angucken kann. Und dann kann man bei Google unter anderem auch einfach Parkplatz eingeben, ne? Dann in einer bestimmten Region. Und dann kriegt man ein paar Vorschläge, kann man sich die Bilder angucken, vielleicht Kommentare lesen. Manchmal sieht man auf den Fotos auch schon Schilder, wo man irgendwie erahnen kann, ob man da stehen kann oder nicht. Was immer gut funktioniert, da kommt ein Flugzeug. Entschleunigung. Die andere Möglichkeit sind einfach Parkplätze zu suchen, die schlechte Google-Bewertungen haben, weil sie vielleicht nicht so besonders schön oder praktisch für manche Leute sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass dann auch nicht so viele Leute sind. Das andere, was man machen kann, ist natürlich nicht im Sommer, aber Parkplätze von Freibädern. Und dann gibt es noch Parkplätze an Sportplätzen. Da muss man halt nur am Wochenende und morgens ein bisschen gucken, da kann es ein bisschen voll werden. Schulen am Wochenende geht meistens, wenn da nicht irgendwie ein Tor ist, wo das zu ist. Dann kann man in Apps wie Komoot oder Maps.me gucken, ob es irgendwo Grillplätze gibt. Denn für die meisten Grillplätze braucht man auch Parkplätze, damit Leute überhaupt anfahren können. Da kann man auch ganz gut stehen. Eine andere Möglichkeit sind Friedhöfe. Das finden manche Leute ein bisschen gruselig, aber da ist dann, außer jetzt morgens oder vielleicht am Wochenende, ist da nicht so viel los. Gerade nachts ist es da sehr ruhig. Und dann kriegt man manchmal auch Wasser. Ich weiß, manche sagen dann so, oh, musst du vorsichtig sein, ist kein Trinkwasser. Aber normalerweise ist das in Deutschland so geregelt, wenn etwas kein Trinkwasser ist, dann steht es dran und selbst dann stimmt es oft nicht, aber darauf würde ich mich dann erstmal verlassen. Dann hatte ich am Anfang gesagt, gucken, wo weniger dicht besiedelte Gebiete sind und einfach in die Richtung losfahren. Dann kann man halt im Vorbeifahren mal gucken und vielleicht mal hier und da schauen, gibt es da irgendwie eine Straße, wo man jetzt von den Hauptstraßen wegkommen könnte und vielleicht da was finden kann. Und ansonsten sind Tipps von anderen immer ganz hilfreich, aber es wäre immer schön, wenn man sich auch persönlich kennt und irgendwie so ein bisschen weiß, wie ist so dieser Tipp so einzuordnen. Natürlich könnte man auch in Facebook-Gruppen, online oder sonst wo fragen, aber das ist meistens auch nicht so gerne gesehen, weil das eben dazu führt, dass bestimmte Plätze überfüllt sind und Leute, die gerne immer an einen Platz gefahren sind, sich dann ärgern,
weil sie vielleicht am Ende doch irgendwie einen Platz haben, wo es dann Verbotsschild gibt, weil einfach zu viele Leute an einem Ort konzentriert waren. Deswegen lieber private Tipps austauschen. Bonustipp, schlecht bewertete Campingplätze. Also nicht welche, wo es wirklich schlimm ist, sondern welche, die die Leute schlechter bewertet haben, weil sie vielleicht keine modernen Sanitäranlagen haben, weil die Anfahrt ein bisschen beschwerlich ist, wenn es dann vier Kilometer durch den Wald geht oder wenn es keinen WLAN-Empfang gibt oder sowas. Solche Plätze, da ist dann auch meistens weniger los. Meine drei Tipps, um potenziell überfüllte Plätze auszusortieren, ist es auf jeden Fall, versuchen zu vermeiden, Park for Night zu nutzen oder wenn man meint, man hat einen schönen Ort gefunden, gegenchecken, ob das ein sehr, sehr beliebter Platz bei Park for Night ist, dann kann es da schon sehr, sehr voll werden. Dann so klassische Wohnmobilstellplätze, da ist eigentlich immer irgendjemand und da kann es auch schon mal voll werden. Das würde ich meiden. Und dieses Jahr kein Landvergnügen benutzen, denn wer in dieser Gruppe drin ist und auch selber schon mal versucht hat, da Höfe zu erreichen und so, dieses Jahr ist es wirklich ein Ausnahmezustand. Und die Höfe haben ja meistens nicht nur diesen Stellplatz von Landvergnügen, den sie da anbieten, sondern verdienen meistens auch daneben noch ein bisschen Geld. Deswegen, da könnt ihr damit rechnen, dass es relativ voll ist und die Nerven auch schon ein bisschen blank liegen. Jetzt habe ich ja gesagt, ich erzähle noch ein bisschen was dazu, wie ich denke, dass wir dazu beitragen können, dass wir weniger überfüllte Plätze haben und uns ein bisschen weniger Plätze gesperrt werden und so weiter. Und die Liste der Dinge, die man da machen kann, fängt an mit keine Orte geotaggen. Das mache ich zum Beispiel auf Social Media grundsätzlich nicht. Ich gebe nicht mehr an, wo der schöne Stellplatz ist. Darüber habe ich mich nämlich schon das ein oder andere Mal geärgert. Wenn ich dann wieder zu einem Platz gekommen bin, war das dann nicht nur voll, sondern auch dreckig. Die Leute waren genervt und Orte nicht mehr geotaggen. Das zweite ist, die Sachen nicht in Facebook-Gruppen öffentlich teilen. Ich meine, wer das machen möchte, kann das gerne machen. Man kann sich auch sagen, ist eine Form von Solidarität. Wenn man selber Plätze haben will, gibt man die auch weiter. Aber das Problem ist, man weiß immer nicht, wem gibt man die, wie sind die Leute so drauf. Interessieren die sich auch für den Rest der Sache oder ist das irgendwie eine einmalige Spaßsache? Und es steht dann einmal öffentlich im Internet, das können dann ganz viele Leute finden und dann weiß man halt nicht mehr, was so mit dem Rest dann passiert. Lieber privat an Leute weitergeben, die man kennt, wo man weiß, wie die drauf sind. Informiert euch auf jeden Fall über das richtige Camperverhalten. Dazu gehören solche Sachen wie auf dem Parkplatz kein Campingverhalten an den Tag legen, keinen Stuhl raus, keine Markise raus, sich da nicht wohnlich einrichten, seinen Müll da nicht abladen und lassen. Wie entsorgt man das richtig? Sein Abwasser nicht in die Büsche kippen und seinen Haufen auch nicht irgendwie da sichtbar in die Büsche machen. Ne? Für diejenigen von euch, die jetzt sagen, das ist mir alles zu kompliziert und unübersichtlich, macht das so nach Bauchgefühl, habe ich gedacht, mache ich euch ein Video für nächste oder übernächste Woche, in dem ich alles zusammenstelle, wie die korrekte Entsorgung von Müll, Abwasser, Notdurft ist, wo man, wie die rechtlichen Vorgaben sind, welche Feldwege man befahren darf und welche nicht, wo man stehen darf, wo man nicht stehen darf. Alles so nach bestem Wissen und Gewissen mit Quellen. Genau, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal und dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid. Wenn ihr auch unterwegs seid, schreibt mir noch mal in die Kommentare, was so eure Erfahrungen sind. Sind die Stellplätze, die ihr so gesehen habt, bisher voll? Ist dieses Jahr mehr los? Wie sieht es mit dem Müll aus? Und ansonsten würde ich sagen, allzeit gute Fahrt und wenn ihr mögt, sehen wir uns einfach nächste Woche nochmal.